Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Fischer Online Dailies. Und zwar sind wir heute in Schottland unterwegs und angeln dort auf die Seeelritze. Ich hatte schon mal ein Video zur Seeelritze gemacht, das war aber nicht von den Dailies. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, damit die Dailies mal komplettiert werden, können wir dafür ja auch nochmal ein Video machen. Ich stehe jetzt hier um 5 Uhr morgens, beziehungsweise ich stehe ja eigentlich schon länger, aber jetzt ist es gerade, als die Aufnahme startet, halt 5 Uhr. Und habe jetzt ein paar Spots abgeklappert, um zu gucken, wobei es die Seeelritze überall gibt. Es nur einen Spot, gibt es zwei, drei Spots. Und wie ihr seht, auch hier an dem Steg gibt es Seeelritzen. Vorweg eine kleine Sache: die Dailies. Ich möchte die Dailies nicht doppelt als Video rausbringen. Wenn also mal ein Tag keine Dailies kommt, nehmt es mir bitte nicht böse. Aber Dailies doppelt machen, ich möchte jede Daily einmal machen. So habt ihr dann immer dieses eine Nachschlagewerk, es sei denn, es ändert sich irgendwo mal eine Daily. Und alle Fische, die ich natürlich noch nicht gemacht habe, versuche ich natürlich, so gut es geht, als Video euch ja zukommen zu lassen und euch zur Verfügung zu stellen. Und also wie schon gesagt, falls mal wirklich an einem Tag mal nichts dabei ist, nehmt es mir bitte nicht übel, dann werde ich natürlich keine Daily machen. So, jetzt zu dem Spot. Ganz einfach. Hier ist der Spawnpunkt. Ich drehe mich mal kurz um. So, da hinten. Das ist mehr oder weniger von der Langzunge aus der linke Steg. Ne, da habe ich mich jetzt hingestellt. Da hinten an dem Stein ist ja auch der andere Seeelritzen-Spot, den ich euch mal in einem Video, ich glaube, das war sogar unter Fischer Online Spots, gezeigt habe. Da könnt ihr auch angeln. Und dann natürlich habe ich mich auch an den Steg hier vorne gestellt und da habe ich auch Seeelritzen gefangen. Also ihr seht, es funktioniert überall, wo so ein bisschen Grünzeug aus dem Wasser kommt. Da fangt ihr tagsüber natürlich oder am frühen Morgen auch schon die Seeelritzen. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn gefangen? Wir haben die Seeelritzen mit Blutwurm gefangen. Und vom Gewicht her schauen wir mal. Ja, die größte 66 Gramm und die kleinste 14 Gramm. Also wie schon gesagt, bei 576 Gramm, die wir brauchen, kann sich das ein bisschen ziehen. Vielleicht habt ihr Glück und fangt ein paar größere. Ich gönne es euch, weil das ist dann doch ein bisschen aufwendig mit so 16 oder 14 Gramm Seeelritzen. Aber gut, ist halt eine Daily und eine Daily innerhalb von 5 Minuten fertig zu haben, macht ja auch keinen Spaß. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen 576 Gramm Seeelritze, bekommen 3 Anglertoken, 666 Silber und ca. 19.000 XP. Das ist eine ganze Menge, damit sind die Unkosten gedeckt und Köderfische kriegt ihr dadurch auch. Also daher, das passt. Gut, was gibt es noch zu sagen? Wir schauen noch einmal in die Rekorde. Genau, Beifang habt ihr halt eben auch. Kaulbarsch, Rotauge werdet ihr alles als Beifang haben. Die Bachschmerle werdet ihr haben. Bleibt nicht aus, ist Blutwurm. Ihr kennt das Thema. Genau, Rekorde. Schauen wir nochmal eben rein. Wo ist sie denn, die Seeelritze? Da ist sie auch in den Rekorden. 128 Gramm zurzeit mit Blutwurm gefangen. Also, Blutwurm ist der richtige Köder. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie vertüdelt hier. Ja, genau. Falsche Angel. Wunderbar. Passiert mal. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Würde mich über ein kostenloses Abo freuen. Für alle, die vielleicht neu auf dem Kanal sind, lasst mir gerne ein Abo da. Drückt die Glocke, wenn ihr möchtet, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich würde mich natürlich auch über ein Däumchen sehr, sehr, sehr freuen. Falls irgendwelche Sachen anliegen oder ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch sie dann, sobald ich dann natürlich die Zeit auch dazu habe. Und wie schon gesagt, mit den Dailies, ich möchte die Dailies nicht doppelt machen. Also bitte nicht wundern, falls mal keine Daily kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit den Dailies und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Petri Heil und tschüss.